Alter Schwede. Ach so, das ist hier. Naja, ja. So, nun. Are you living your life? Are you reaching for the stars? Yeah. Have your dreams come alive? Also das hat tatsächlich jetzt ganz gut was gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den Text euch angehört habt, etwas genauer. Denn in dem Text geht es darum, er lebt sein Leben nicht. Er ist zwar auf fremden Planeten unterwegs und sucht Ruhm und Reichtum, aber hat seine Familie zu Hause gelassen. Eventuell ist das eigentliche Thema des Ganzen, die Sinnlosigkeit von Exploration und von Survival und solchen Sachen. Vielleicht ist das sogar ein richtiger Schlag in die Magengrube von Survival Games, wer weiß. Könnte auch sein. Habt ihr auf den Text gehört? Er passt nämlich zum Spiel. Haben wir. Also ich hab's zumindest. Mal gucken. Was haben wir jetzt gefunden? Dreck. Nee, noch ein Rock. Wonderful. Another Rock. Please smash me with it. Hey, buddy, I'm over here. What? Can you hear me? I'm this rock. Can you help me out? I got this friend. See? She's a tree and she lost her little sapling. Is that some sad shit? Let me mark on the map where the sapling is. Little thing really needs its mom. Alter! Did you hear that? This rock, unlike the other rock, might just have a way for us to get home. I just love to help people. Alter, das ist genau das Spiel für diese Uhrzeit. Ohne Scheiß. What the fuck? Hello, I am the rock. Can you please help me? Ultra lustig. Ey, wenn mein Fuck, dann aber richtig, ey. Oh, wie geil. Und diese scheiß Dementor, da sind zwei von denen, drei von denen. Alter, wir müssen da 100% hoch. Mir fast sicher. Irgendwie alle immer extrem nah. Oh, und die suchen mich auch. Dammit. Sag mal, die suchen mich ja wirklich. So, es ist mein Hirn ganz am Arsch. Ja, das wundert mich nicht. I am the Strong. Ich glaube, das ist der coolste Satz im ganzen Spiel. I am this rock. Can you please help me? WTF. Es ist echt Minecraft. Ey, vielleicht ist das auch echt... sind das alles Referenzen? Ich meine, Ava, der Roboter, fremde Planeten, Exploration, Und Ava, beziehungsweise bei Wally, hat doch auch die gesamte Menschheit den Planeten verlassen und ist nicht mehr zu Hause. Und Minecraft ist auch so ein Ding, so ein Survival, typisches Survival-Teil.
Wer weiß, vielleicht steht das, hängt das alles mit zusammen. So, das ist der Sapling. Not a problem, Sapling. You're our ticket home. So, das müssen wir jetzt. Das ist ein Sapling, ist sowas wie ein Setzling, ja? Ich glaube, das ist die richtige Übersetzung. Setzling. Und die will zu ihrer Mutter. Ist doch logisch. Ein Spiel. In dem wir ein Setzling zu seiner Baummutter bringen müssen, nachdem wir mit einem Stein geredet haben. Seht ihr? Und das ist halt so schade, dass es so viele Leute gibt, die am Anfang dieses Spiel sich nicht darauf einlassen können und dann dieses ganzen geilen Scheiß verpassen. Ja? Ich werde... Da ist die Mama. Und da geht's auch wieder um Familie. In dieser Story hier. Oh, my little sapling. I love you so much. I'll never leave you again. You are the most important thing in the world to me. Thank you, kind explorer, for bringing us back together. Mommy, I love you so much. I really want to go back to your home, just you once alone. I think I can help you get there. Let me mark this important spot on your map. Good luck, dear. Thanks again. Yes, we are going home. I don't know how I forgot that when you're in trouble, Talking Rocks always give solid leads. Here's a helpful update from your HR call. You know what? I'm disabling my HR message server. You don't need anything they're offering, Major. You've got a family and a home. That's all you'll ever need. You have got a family and a home. Also es geht am Ende doch in Richtung Familie. Ich find's bloß irgendwie merkwürdig oder witzig, dass die, also dass dieser Setzling und seine Mutter, die haben so eine merkwürdig robotische Stimme. Als würde es, wäre das halt so ein schlechter Sprachgenerator, so sprechen die ja. Der Rock ja auch. So, dann lass uns mal weiter nach oben. Wir müssen auch nur 57 Meter nach oben. Das heißt, oh, what the fuck? From your file, this looks like your childhood home. This is not what I was expecting. I was hoping for a functioning spaceship, or some means of signaling for rescue, so we could return to Earth. That tree was being surprisingly literal. I am picking up a nearby anomaly that we should investigate. Ja, okay. Also wir müssen weiter nach oben, das ist ja wohl mal ganz klar. Laufen wir mal darum. Merkwürdig, dass wir hier plötzlich so ein Haus finden. Also ich glaube, egal wie das hier ausgeht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie total mies ausgeht und dass man total in der Luft hängen gelassen wird. Ich glaube, das wird eins der wenigen Spiele sein, die ich auf Steam tatsächlich mit einer Review versehe. Einfach weil es so verdammt nochmal Spaß gemacht hat, das Ding hier durchzuspielen, weil es so verrückt war. Turning Points und so weiter, das findet man zu wenig in Spielen. So Sachen, wenn man davor sitzt und sich sagt so, what? Warum? Ich verstehe nicht. Was? Ich finde, das macht Spaß. So, scheiß Dementoren, versperren wir wieder mal den Weg. Ich muss da erst rüber, glaube ich. Oder haut der jetzt ab? Ah, der haut ab. Das ist doch nett. Fly away. Keiner mag dich. Ja, da, da. Fly away. Eine Anomalie. Oh. Ah. Cute. Master. Long time. No see. It's been, what, 25 years? Oh, we had some great times together, you and me. Sucks I had to get the cancer and get it put down. But what are you gonna do? So now I guess you're
dog is very helpful. He would have made a great Ava unit. What the fuck? Ich sag da jetzt immer nichts mehr zu. Alter Schwede. Jetzt wird's aber echt schwierig. Nein, da kommen wir nicht rauf. Ich bin zwar weit nach oben geflogen, aber das hat nicht geholfen. Wie wäre ich denn jetzt? Da komme ich nicht hin. Ich muss darüber fliegen anscheinend. Dorthin und dann erst dort hoch oder so. Oder da hoch. Es wird jetzt immer schwieriger, auf jeden Fall nach oben zu kommen. Thomas Gabel sagt, ich überlege gerade echt, ob ich jetzt abschalte und mir das Spiel lieber von Anfang an bei dir auf YouTube angucken soll. Tja, ich kann dir auch nicht sagen, was da besser oder schlechter ist. Ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Spiel und ziemlich verrückt. So, und ich hoffe, dass der jetzt hier mal abhaut. Weil ich muss da nämlich hin. Mitten durch den durch. Jetzt haben wir auch allmählich keine großen... Alternativen mehr, was den Weg anbelangt. So, gleich sind wir da. Jetzt kommen wir zu unserem Teddy. Mal gucken, was der uns sagt. Oh, der ist aber merkwürdig in so einer Blase oder sowas drin. Hello. Do you remember me? You loved me so much. We were the bestest of the bestest of friends. I remember the night you lost me at the zoo and you cried and cried. And I never saw you again. Well, now I can tell you the truth. You are getting so big and brave and you didn't need me anymore, so I left. Well, you seem to have gotten yourself into a pickle. Guess old Teddy's gonna have to come out of retirement and help you out of this misery. I think I can get it home. We just need to find all the right pieces, and then we can make a wormhole. A wormhole is like a tunnel that connects two distant points in. We know what a wormhole is. I already explained it. What's this you got there? Is that one of those fancy new talking toys that eats up battery? Anyway, if you find the pieces, we can make a wormhole that will take you right back home, safe and sound. Your teddy bear is going to make us a wormhole. That is terrific news, Major. We are going home. First, you need to find a unicorn horn. Do you want to see a unicorn? I've always wanted to see a unicorn. Somehow, deep in my executable, I knew unicorns were real. This is the best day of my life. Ich weiß nicht, ob das ganze Spiel vielleicht doch irgendwie einfach nur ein Troll ist. Alter Schwede. Okay, also auf zum Unicorn. The Unicorn! Wo muss ich lang? Mann, ist das Spiel. Ah! Nein! Nee. Jetzt nicht ganz runterfallen hier. Boah. Alter Schwede. Ich habe nur Einhorn gehört und dann bin ich vom Stuhl gefallen. Ja. So. Klick. Aber da muss ich doch hochkommen. Ich sehe hier sonst keine andere Möglichkeit, irgendwo zu kommen. Puh, das war knapp. So, wo müssen wir hin? Dorthin. Also wir sind schon auf der richtigen Ebene. Nur noch auf die richtige Seite. Unicorn! Da steht das Einhorn. Ohne Scheiß jetzt mal. Da steht halt einfach mal ein Einhorn.
I am so honored to meet a real live unicorn. Hello. Yes, I am a real live unicorn. I am one of the last of my kind. I am so happy to meet you, Major and Igba. Teddy, it is wonderful to see you again. How can I help you? We need a unicorn horse to help us make a wormhole of its wilderness sport. My friends here back home. Can we borrow one? Why does it happen? I have an extra in case I lose the one on my head. I've placed it into your inventory using unicorn magic. A wormhole. Now all you have to do is go meet Death, and he will give you the final piece you need. Death? Oh, I know it sounds scary, but he is not a bad fellow, not at all. Just accept him for what he is, and he will help you with your journey. Yes, don't worry. Death will help you get home. He seems a bit dark, but he is just doing his job. I have to admit I'm a little scared about meeting Death. But we are so close to getting home. We have to keep pressing on. Anyway, my batteries are fully drained, and I'm not sure what's keeping me going. Okay, okay. Also, was ich jetzt gerade irgendwie wieder gesehen habe, das sind die machen sich schon auch lustig über andere Spiele. Und ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl gehabt, dass eventuell auch so ein bisschen auf den Arm genommen wird, wie man halt darüber kann ich wohl. Wie man halt in anderen Spielen teilweise so völlig sinnlose Sachen machen muss. Weil das Unicorn hat ja gesagt, so nimm mein Horn und pack es in dein Inventory, damit du dann Magic damit machen kannst und so einen Scheiß. Also das passt ja überhaupt nicht irgendwie zu dem anderen. Also ich meine, was passt schon zu was? Dieses Spiel ist einfach nur wirr. Aber geil. So. Wo muss ich hin? Da oben. Ah, das sieht nach der letztendlichen Plattform aus. So, tot. Was ich auch schon überlegt hatte, der Hund hatte von Cancer geredet. Ob vielleicht auch hier irgendwie sowas wie Halluzination oder Krebs oder irgend sowas am Ende dann da steht. Könnte ja auch sein. Hatten wir ja auch schon mal so ein Spiel. Dass da so eine Art Koma-Sache verarbeitet wird. Ich muss da rüber und dann hier so langsam nach oben. Oh Gott, komme ich da rüber? Ich hoffe doch. Ich will jetzt hier nicht failen. Das sieht mir sehr weit aus. Gucken wir dann. Oh, ist das näher? Ja, aber das ist näher. So. Geht auch besser. Komme ich da vielleicht schon hoch? Wie viele Meter sind das? 142. Das könnte sogar gehen. Ja, nee. Gerade so eben nicht. Mein Path to Telemus, genau. Das war das Spiel, was ich auch gespielt hatte. Wo es am Ende dann um eine Krankheit ging. Hatte ich ja auch hier so ein bisschen... Es endet einfach in einem gleißenden Licht ohne Erklärung. Na, ich hoffe nicht. So. Jetzt können wir von hier aus weiter und dann darüber nach oben. Und dann erwartet uns der Tod. Am Ende erwartet uns der Tod. Ich meine, er hat uns ja schon öfter erwartet. Diese sinnlosen Quests aus RPGs, wie sammle dies oder töte das, könnte schon eine Anmerkung dazu gewesen sein. Genau. Das meine ich nämlich auch. Wow. So. Jetzt ist es so ein bisschen Fizzle-Arbeit. Man kann noch mal ein bisschen hier diese volle Landschaft beobachten. Und Minecraft. Wie gesagt, Minecraft ist ja auch irgendwie immer am Start. Durch diese ganzen Klötzchen und so. So, wir kommen dem Ganzen näher. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir hier schon rauf können. Wir gehen jetzt noch mit. Mal Sicherheit. Einmal auf Sicherheit gespielt. So, Ava.
Bist du bereit, Tod zu treffen? Dort drüben residiert er. Vielleicht ist es der Tod wie bei Terry Pratchett oder so. Ein Tod, der eigentlich total cool ist. Und lustig ist. Okay. Dann gucken wir mal, was das jetzt bedeutet. Sieht echt aus wie bei Terry Pratchett. Ugh, so I guess this is Death. Hello, Death. We are pleased to meet you. Hey, Death. We really need to get the Major back home. Can you help us finish our wormhole? Stares in silence. The Unicorn told us you'd have the final piece, and we really need it. It's time for the Major to go. Hands over the final piece. Okay, you are all set to go home. Major, I told you I'd get you through this. The wormhole coordinates are on the map. Let's get moving. I am happy to be going home, but this planet is so exciting, I almost don't want to leave. Jetzt hör aber auf mit dem Scheiß, Ava. Da ist der Teddy noch. Teddy und Tod lassen wir jetzt in ewigen Dialog gemeinsam auf diesem merkwürdigen Planeten. Und wir treten in das Wurmloch. Puh, jetzt bin ich aber echt gespannt. Oh. Ich bin durch das Wurmloch durchgefallen. War jetzt aber. So we are finally here. My old friend. It has been an honor to serve you one last time. I must stay here though. This is where I belong. Ava, you must stay here too. The Major must make this last part of the journey alone. Yes, I always knew in my heart I'd be here forever. It's all right though, I love this world. Don't worry, Major. Teddy and I will take care of each other. And a part of us will always be with you. Major, would you mind if I sang you a song before you left? As a token of the affection I apparently now feel. It is the first song I ever learned, and it makes me feel like a child. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. On behalf of the core, of your family, of your planet, and of the entire human race, we are so proud of you. You have finished your journey. Goodbye, Major. You can let go now. Your work is finished and you have done well. Now, you may rest. Oh, ich kann laufen. Und er darf zu seiner Familie, die auch schon tot ist. Ich glaube, der Song am Ende war eine Anspielung auf GLaDOS in Portal. Das glaube ich auch. Alter Schwede. Kicks in den Chat stellen, vielen Dank. Ah. Zufall, dass ich gerade hier vorbeigeschaut habe. Ja, beim Abspann. Alter Schwede, was für ein Spiel. Also jetzt muss man natürlich schon auch fast so ein bisschen darüber nachdenken, was jetzt, also, ich hatte sehr viel Spaß. Das wollen wir mal stehen lassen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube weiterhin, da sind sehr viele Anspielungen auf Spiele drin gewesen, der letzten Jahre.
Special thanks. Santa, sorry you got cut. Okay. Matthew McConaughey. Whimsy, Chris Rock, Tango Simulators everywhere. Was? Unicorns? Geil. Carla, even Ezra, Zoe, I'm so sorry. I'm done now. Ich glaube, selbst der Abspann ist irgendwie so ein bisschen lol. Es ist die Frage, ob man hier einfach für immer bleibt. Ist man jetzt im Himmel? Oh, da hinten ist eine Katze oder so gewesen, oder? Ja, Leute, das war ja mal ein echt total verrücktes Spiel wieder mal. Und ein richtig geiles Spiel. Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, was der Sinn des Ganzen ist. Also er ist, glaube ich, schon am Schluss tatsächlich gestorben. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt irgendwie eine Parabel auf eine Krankheit oder dass es irgendwie ein Koma gewesen ist oder so. Ich glaube schon tatsächlich, dass das ganze Spiel die Geschichte von einem Astronauten erzählt, der irgendwie in der Zeit gefangen ist oder so. Und eben lernt, was wirklich wichtig ist, nämlich Familie sozusagen, ne? Am Ende. Dass eben der ganze Drang, irgendetwas zu entdecken und dafür Anerkennung zu bekommen, nicht unbedingt das ist, was einen glücklich macht, sondern die Familie eben. Und dass er eben nur im Tode mit der Familie vereint ist vielleicht. Aber ich meine, das war so unglaublich crazy, dieses letzte Level, wo man halt irgendwie plötzlich dieser Stein und das war sehr lustig. Für eine Nachbesprechung würde ich mich sogar auf den TS trauen. Ja, alles sinnlos und unwichtig außer Familie. Irgendwie sowas. Vielleicht, ja. Nehmt die Zeit für die wichtigen Dinge. Deshalb dauert dieses Spiel auch nur 3,5 Stunden. Mein Fazit, für mehr reicht es heute nicht. Genau, jetzt noch eine Runde Stanley-Parabel, genau das. Nee, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt ja echt durchgemacht, es ist 2.12 Uhr jetzt. Für die Leute, die es auf YouTube nachgucken. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze interpretiert habt. Ihr habt den Vorteil, dass ihr natürlich auch nochmal die Texte im langsamen Durchlauf lesen könnt und euch auch nochmal kurz informieren könnt. Ich bin wirklich, wie gesagt, an dieses Spiel rangegangen. Ich wusste nichts, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe nur die Bilder gesehen, habe Phosphor Games gesehen, dachte mir, ach komm, das kann nicht so schlecht sein. Und ich war positiv überrascht. Ich werde auf jeden Fall jetzt danach nochmal ein bisschen lesen, mal gucken, ob ich irgendwie herausfinden kann, was da so genau der Plot, nicht der Plot war, aber der Sinn, der verbindende Plot war vielleicht. Die Reise zu seinem Zielort war derart lang, dass seine Familie schon vor, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz lesen, schon vor seiner Ankunft verstorben ist und mit dieser Erkenntnis konfrontiert er den Verstand verloren. Doch letztendlich konnte nur der Tod ihn wieder mit seinen Geliebten vereinen. Ja, vielleicht. Ich glaube, das lässt auf jeden Fall einiges an Interpretation offen. Und das ist ja eigentlich toll so. Also ich hatte sehr viel Spaß, weil ich halt einfach so ein paar Seitenschläge auch auf aktuelle Spiele gesehen habe oder auf aktuelle andere Gameplays. Und ich hatte Spaß, das ganze Level-Design hat mir gefallen und der Humor war sowieso grandios. Ich bin froh, dass du es durchgespielt hast. Sehr gerne. Ich wollte heute früh schlafen gehen, damit ich nicht komplett tot in ein paar Stunden nach Köln fahre, aber das Spiel war irgendwie dann doch zu spannend. Ich finde es schön, dass es auch so viele Leute gibt, die das cool finden und ich nicht da ganz alleine stehe mit dieser Meinung. Das Spiel wurde bisher ziemlich gehatet auf Steam und ich werde auf jeden Fall mal was drunter schreiben, dass ich das super fand. Genau, insofern beende ich hier den Stream und das Let's Play. Und ich bin gleich nochmal tatsächlich auf dem TS auch nochmal kurz und man kann nochmal ganz kurz diskutieren, was man jetzt da reininterpretiert hat, wer Lust hat und wer nicht schon schlafen geht. Insofern würde ich denken, Prost.
Und immer denkt dran, Familie ist das Wichtigste und Einhörner existieren. Bis dahin. Tschüss. Ah.